Hier ist YouTube mit den Computer Gaming News. Heute im Studio Ozok OD. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozok OD, zu den neuen CGN, zu den Computer Gaming News. Eure Computernachrichten bei mir hier auf dem Kanal. Es ist wieder was passiert in den letzten, ja, jetzt schon anderthalb Monaten. Eigentlich wollte ich die CGN ja schon Anfang Juli aufnehmen, aber mir sind da viele Sachen dazwischen gekommen. Und wenn ihr mir aktiv auf Instagram folgt, dann wisst ihr ja, dann kann da auch mal was dazwischen kommen. Aber ich habe einige Themen für euch vorbereitet und auf die gehen wir jetzt gemeinsam ein. Als allererstes möchte ich euch vom Hardware-Markt wirklich gute Nachrichten mitteilen. Die Prozessorenbereiche oder beziehungsweise die Marktpreise für Prozessoren, vor allen Dingen bei AMD, ja, nähern sich endlich den Marktstartpreisen. Also so wie es angekündigt wurde im letzten Jahr, im November, Dezember rum, wandert jetzt ganz langsam Stück für Stück für Stück der Preis runter und es werden Prozessoren endlich erschwinglich. Heißt, wollt ihr eure PC upgraden mit einem neuen Mainboard oder einem neuen Prozessoren von AMD oder von Intel, ist jetzt schon der Moment gekommen, dass man sagen kann, man kann darüber nachdenken, es ist nicht mehr allzu teuer, es sind keine Mondpreise mehr mit Hunderten von Euro mehr auf Preis und da kann ich euch nur sagen, schaut auf jeden Fall in die gängigen Preisportale hier, wie beispielsweise Geizhals, vielleicht habe ich es euch auch gerade eingeblendet, da ist der Weg nach unten geebnet und da kann man dann endlich auch neue PC-Hardware kaufen. Ja, dann gehen wir ins Thema Gesetze. Der Bundestag in Deutschland hat eine Update-Pflicht für digitale Produkte entschieden. Was ist damit gemeint? Im Grunde genommen hat der Bundestag Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, bei dem ja Digitalprodukte, sei es vor allen Dingen von Firmen für ja bestimmte Dienstleistungen, vor allen Dingen Internetanbieter oder auch Firmen, die digitale Produkte beispielsweise für Router, für Netzwerkverbindungsgeräte, für WLAN-Geräte, dass diese mindestens 3 bzw. 5 Jahre vollständig unterstützt werden müssen mit Software-Updates. Das heißt, ein Hersteller kann heutzutage ja eigentlich ein Produkt auf den Markt werfen, dann gibt es da 1-2 Mal ein Firmware-Update und nach 3 Jahren ist das dann gelaufen, weil der Hersteller dann ein neues Produkt verkaufen möchte und die Altgeräte kriegen keinen weiteren Support. Nun ist es so, dass der Bundestag dafür entschieden hat, dass auch diese älteren Produkte halt länger im Markt verbleiben sollen und auch mit einer Update-Pflicht halt versorgt werden, sodass Sicherheitslücken, wenn sie bekannt werden, regelmäßig und zeitnah geschlossen werden müssen. Weiterhin ist immer noch das Thema mit Internetanbietern und diesen Knebelverträgen immer noch ein Dorn im Auge, wo ich sehr, sehr froh darüber bin, dass hier die Verbraucherzentrale auch auf den Bundestag und auch die jeweilige Gesetzgebung eingewirkt hat. Denn ihr kennt das, ihr wollt einen neuen Internetanbieter, weil er günstiger ist, einen Vertrag abschließen und werdet direkt 2 Jahre in so einen Knebelvertrag bei 1&1 oder bei der Telekom oder bei sonst dem gebunden. Da hat der Gesetzgeber nun mittlerweile etwas entschieden, dass man dort kleinere und vor allen Dingen zeitnahere Kündigungsfristen bekommt. Also auch eine Kündigungsfrist von 3 Monaten ist sehr, sehr weit gegriffen. Und das hat sich mittlerweile auf 1 Monat verschoben. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, werde ich euch natürlich darüber informieren. Der Beschluss ist aber jetzt erstmal gefasst. Dann erinnert ihr euch vielleicht ans letzte Jahr, wo wir unterwegs gewesen sind. Da hatte ich euch ja vom größten Tech-Giganten in China, von Tencent, erzählt, die League of Legends und auch große Teile von Blizzard aufgekauft haben. Der chinesische Dienstleister und Internet- und natürlich Medienanbieter Tencent hat jetzt Folgendes entschieden. In China gibt es immer wieder das Problem, dass viele Kinder und Jugendliche, also vor allen Dingen Minderjährige, damit sind auch 16-Jährige, also Personen unter 18 Jahren gemeint, viel zu viel Zeit am Handy verbringen. Vielleicht kennt ihr das nicht, im europäischen Markt ist eher die Konsole oder der Computer der Preisgeber oder der jeweilige Akteur fürs Zocken. In China sind es zu 85% die Handys und deswegen werden auch aktuell so viele Handyspiele entwickelt, weil natürlich auch Internet und auch Game-Anbieter den chinesischen Markt mit beliefern wollen und da natürlich auch Knete verdienen wollen. Der chinesische Staat, der ja starke Regularien überall fährt, hat Tencent nun verpflichtet, eine sogenannte Night Patrol, Midnight Patrol anzusteuern. Das ist eine Gesichtserkennung, die in den Handys automatisch die Kamera anschaltet, wenn Personen unter 18 Jahren mit ihren Handys nach 0 Uhr oder beziehungsweise zu einer gegebenen Zeit, wie das Spiel verfügbar sein soll, noch weiterhin zocken und dieses automatisch abschalten. Diese Regularien sind natürlich sehr, sehr krass und wir wissen ja, dass China ja auch ein kommunistisches Land ist, aber an einer Stelle muss man natürlich sagen, es gibt viele Eltern und auch viele Personen, die sich nicht richtig um ihre Kinder kümmern und für diese Menschen, die dann da keine Kontrolle über das Zocker- oder das Gaming-Verhalten ihrer Kinder haben, ist das dann schon eine ganz, ganz gute Steuerung, dass sich dann sozusagen auch die Handys und die Games automatisch ausschalten. Für Leute wie mich hier in Europa ist es jetzt nicht ganz so schlimm, ich bin davon nicht betroffen, aber das wollte ich euch auf jeden Fall mal erzählen.
Ja, dann hatte ich euch schon in den letzten Computer Gaming News darüber berichtet, dass der DDR5 Standard ja offiziell abgesegnet wurde und die ersten Module sind jetzt auch ja im Onlinehandel aufgetaucht. DDR5 ist die zukunftsträchtige Speicherform für Arbeitsspeicher, die jetzt natürlich für ja fortlegende oder in Zukunft stehende Plattformen wie beispielsweise AM5 oder auch die neue Intel-Plattform, die wir jetzt natürlich noch nicht kennen, angestrebt werden soll. Es gibt dazu einen sehr, sehr guten Test auf Computerbase, den ich euch auch unten in der Infospalte verlinken werde. Dort wird nochmal aufgezeigt, wie sich die Speicherverhalten und die Datendurchsätze von DDR1 bis jetzt DDR5 verändert haben. DDR5 hat hohe Speicherkapazitäten und bietet jetzt mittlerweile bis zu 1 Terabyte an Arbeitsspeicher. Das muss man sich erstmal vorstellen, an Modulgrößen an, die man dann verbauen kann. Das ist vor allen Dingen wichtig für Datacenter und große Serverfarmen, die natürlich dann dadurch profitieren, dass sie in die begrenzten Steckplätze auf den Server-Mainboards größere Module einbauen können. Da können wir wirklich gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich persönlich würde sagen, man kann auf jeden Fall das nächste Jahr abwarten. Dort würde es dann natürlich auch die ersten Consumer-Plattformen mit DDR5 geben und wie sich das Ganze dann performance-technisch zeigt, werden wir dann natürlich halt in den ersten großen Testwellen bei den gängigen Testportalen alle feststellen. Wir bleiben beim Thema Gesetze und auch der Bundestag hat jetzt beschlossen, Online-Schwarzmärkte härter zu bestrafen. Vor allen Dingen, falls ihr euch erinnert, gab es ja im Darknet die sogenannte Silk Road, wo ja Dienstleistungen und natürlich auch verschiedene ja, Produkte angeboten worden sind, die man auf dem normalen Markt nicht bekommen könnte. Ja, und jetzt wird es sehr knackig, denn Betreiber solch einer Plattform können mit bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe ja, bestraft werden. Häufig haben sich ja die Betreiber solcher Plattformen im Darknet über VPN und Verschlüsselungsebenen im Tor-Netzwerk ja, rumgetrieben, hatten dann aber auch Probleme, sich komplett zu verschleiern, wie ihr ja beim Netbunker gesehen habt, der ja in Deutschland ausgehoben wurde. Diese ganzen Schwarzmarktportale oder beziehungsweise die Betreiber konnten ja nicht selber für den Handel verantwortlich gemacht werden, weil sie auf ihrem Marktplatz ja nur sozusagen die Plattform zu bereitgestellt haben. Heißt, hier habt ihr einen Anmelde-Account für ein Angebot und hier habt ihr einen Käufer. Und der Plattformbetreiber war bisher nicht vollständig haftbar. Das hat jetzt der Bundestag geändert und wie gesagt, hier können bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe auf einen zukommen, wenn man halt so etwas online stellen würde und auch so etwas aktiv betreiben würde. Ja, nach guten Gesetzesänderungen gibt es aber auch wieder etwas sehr, sehr Negatives, was die Computerbranche jetzt wieder getroffen hat. Die CUII, vielleicht sagt euch das was oder auch manchen nicht, und zwar handelt es sich um die Clearingstelle für Urheberrechtsverletzungen im Internet. Ein sehr, sehr komischer Begriff und was steckt da eigentlich dahinter? Im Grunde genommen ist es ein ja, Monopol oder ich sage jetzt mal ein Zusammenschluss von Großunternehmen, die sich ja dem Internetpiraterie entgegenstellen wollen und vor allen Dingen Urheberrechtsverletzungen, vielleicht kennt ihr das noch von früher von Kino.to oder KinoX.to oder Movie4K, wo man natürlich online illegal ja, Fernsehserien, verschiedene Filme oder auch Software runterladen konnte, um sich halt den gängigen Kosten zu entziehen. Und hier hat dieser Zusammenschluss dieser Unternehmen sich an den Bundestag gewendet, um das Ganze nochmal weiter auszufechten. Die CUII sorgt somit dafür, dass über Unternehmen Druck auf die Internetanbieter ausgelöst wird und diese über DNS-Flagging, also dort, wo ihr sozusagen eure Internetanbieter habt, also sei das jetzt beispielsweise 1&1 oder die Telekom oder Vodafone, ihr automatisch über den Webservice des DNS-Servers dieser Internetanbieter geblockt werdet und auf bestimmte Webseiten dann keinen Zugriff mehr habt, weil ihr automatisch durch dieses DNS-Blocking ausgesperrt werdet. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es nützt im Grunde genommen niemanden. Leute, die sich illegal was angucken wollen, werden das natürlich über eine VPN machen, heißt verschlüsseln ihre IP-Adresse nach außen, gehen dann über das Tor-Netzwerk und dann kommen sie halt mit einer IP-Adresse aus Singapur wieder in Deutschland oder in Berlin raus und kommen dann natürlich trotzdem auf diese Webseiten. Diese Clearingstelle ist nichts anderes als wieder eine hohle Phrase, wo sich große Unternehmen zusammengestellt haben und zusammengesetzt haben, um den kleinen Bürger oder die Leute, die jetzt nicht so computeraffin sind, direkt nochmal einen Hebel vor die ja, Füße zu werfen oder sozusagen einen Stein in den Weg zu werfen, damit diese keine unsachgemäßen Urheberrechtsverletzungen begehen. Auch nicht durch Unwissenheit, es dient ja zum Selbstschutz. Also, wie gesagt, ich finde das Ganze sehr, sehr peinlich, weil die Leute, die man ja eigentlich erwischen möchte, professionelle ja, Datendiebe oder Leute, die illegal Filme klauen und diese verbreiten, die wird man damit definitiv
definitiv nicht erwischen. Im Gegenteil, es könnte sogar so ausarten, dass auch legale Webseiten oder legale Streamingportale dann auf einmal in der DNS-Flag drin sind und dann kann man plötzlich seine ja, bezahlte Serie nicht mehr sehen, weil sich irgendeiner vertippt hat. Hier kann es natürlich auch wieder zu menschlichem Versagen kommen. Ich finde das Ganze sehr, sehr schlecht und unausgereift. Es bietet keinen Schutz für die Leute, die es benötigen. Es bietet keinen Mehrwert für die Leute, die von Urheberrechtsverletzungen betroffen sind. Und im Grunde genommen ist das einfach wieder nur so ein Zusammenschluss von ja, kapitalistischen Monopolstellungen, die ich einfach nicht gutheißen kann. An dieser Stelle muss ich natürlich aber auch sagen, Piraterie im Internet ist natürlich ganz schlecht und keiner sollte illegal sich irgendwas besorgen. Trotzdem möchte ich auf die Freiheit oder auf die freie Meinungsäußerung auch immer aufmerksam machen, weil viele Dinge, die so einfach durch die Hintertür mit einem Blocking ausgestellt werden, können sich auch ganz, 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 ganz schnell hochpotenzieren, sodass plötzlich alles, was früher normal legal war, dann plötzlich auch illegal ist. Und zu guter Letzt habe ich noch aus dem Online-Portfolio der Berliner Verkehrsgesellschaft was für euch, denn mittlerweile ist es auch in der ja, hippen und coolen Stadt Berlin bei den öffentlichen Verkehrsmitteln angekommen. Die BVG entfernt das Schwarzfahren. Jetzt denkt ihr euch, okay, darf man jetzt kostenlos durch die ganze Stadt fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein, es geht nur um den Begriff. Aufgrund ja der Meinungsmache und der vielen Leute, die es halt in Berlin gibt, die sich ja für Gleichgeschlechtlichkeit und Genderisierung und sowas einsetzen, hat sich die BVG dazu entschieden, ja, wir müssen jetzt den Begriff Schwarzfahren neu überdenken. Das wäre ja diskriminierend für alle dunkelhäutigen Menschen, die in unseren Verkehrsmitteln mit einem Fahrschein unterwegs sind. Und ja, das ist natürlich halt wieder auch nur ja, so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo man mit die ja, Meinungsblase, was diese Person, diese ja, Minderheitenperson angeht, ja, zufriedenstellen möchte. Der blinde Passagier bleibt nach wie vor bestehen und witzigerweise zählt das Ganze auch wieder nur für Berlin und München. Wenn man sozusagen jetzt in Hannover unterwegs ist oder auch in Frankfurt am Main, wird man da ganz regulär beim Schwarzfahren erwischt. Dazu müssen natürlich wieder zahlreiche Formulare, Zettel und alles, was mit solchen ja, Prozederen zu tun hat, umgeschrieben werden, also auch bei der BVG und das weil ihr es ja wisst, die BVG ist staatlich teilfinanziert, wird von euren Steuergeldern bezahlt. Ich persönlich finde das Ganze wieder extrem peinlich. Statt sich um solche Kinkerlitzchen zu kümmern, ob da jemand jetzt ein Schwarzfahrer ist oder nicht oder ein blinder Passagier oder ein Fahrgast ohne Fahrschein, sollte man sich lieber vielleicht um die Sachen kümmern, die ganz, ganz wichtig sind. Den Ausbau der ja, Elektrobusse, die Verbesserung des Straßenbahnnetzes und vielleicht mal in Berlin endlich neue U-Bahn bauen. Weil diese 10, 15 oder weiß was ich, was Millionen Euro, was das wieder kostet, alle Formulare umzuschreiben, die hätte man auch wirklich besser verwenden können. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Computer Gaming News angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr mir das natürlich zeigen mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Computernachrichten bei mir auf dem Kanal verpassen wollt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abonnement auf diesem Kanal da. Das supportet mich, das Abonnieren ist kostenlos und ihr seid ein Ehrensupporter dieses richtig geilen Computer Gaming Technik und Tutorial Hilfe Kanals. Ja, und am Ende dieses Videos bleibt natürlich dann nur noch zu sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao!